Es sollte ein Wahlsieg gefeiert werden, doch ein tödliches Attentat überschattet den politischen Wechsel in der kanadischen Provinz Quebec. Während der Siegesrede der Politikerin Pauline Marois von der separatistischen Partie Québécois in einer Konzerthalle eröffnet ein Mann plötzlich das Feuer. Ein Mensch stirbt noch am Tatort, ein weiterer wird mit schweren Schussverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Es passierte innerhalb von Sekunden. Er kam rein und es fielen Schüsse. Er ging raus, legte Feuer an der Tür des Gebäudes und er wurde dann sofort von Sicherheitskräften festgenommen. Offenbar steht das Attentat in Verbindung mit Ängsten der englischsprachigen Minderheit, dass sich die Provinz Quebec von Kanada lossagen könnte. Wir betrachten das als Mord, aber was nun das genaue Motiv war, wissen wir nicht. Im Augenblick wissen wir nichts über den Verdächtigen oder seine Beweggründe. Die linksgerichtete Partie Québécois setzt sich für eine Unabhängigkeit der Provinz ein. Marois betont kurz vor Beginn der Schießerei in ihrer Rede, dass die Zukunft Quebecs die eines souveränen Landes sei. Marois bleibt bei dem Attentat unverletzt, Leibwächter bringen sie in Sicherheit. Später setzt sie ihre Rede fort.